Wo war denn nochmal Harmony? Harmony, Harmony, Harmony. Andere Richtung. Genau, hier oben im Norden. Ich bin aber auch hier lang. Egal, ja. Also ich meine, ich weiß nicht, warum ich mich ja, hier eigentlich so gut auskenne hier oben. Also ich meine, ja, seit 4 Tagen. Nimm mal hier die Pfeilkarte auf. Ja, gib mir das Navi her. Ja, dann, ja mal, warte, so. Hör auf die Karte genau. zu gucken jetzt. Ich hab kein Navi, ich hab hier eine Pfeilkarte. Ja, ich guck schon auf die Pfeilkarte. Ja, du findest das schon mit deiner Pfeilkarte da. Oh, oh, je. So. Gib mir jetzt mal die Faltkarte hier rüber. So, jetzt nehme ich mir. Ja, so. Willst du das hier mal mit einem schwarzen, dicken Stift einzeichnen, Alessandra, wo wir hin müssen, oder? Mein, ja. Damit der alte Mann das auch sehen kann? Ja, sag ihm aber nicht, dass ich ihn gerade alt genannt habe. Okay. Hat bestimmt nicht gehört. Da. So. Oh nein, sag mal, jetzt malst du denn gerade Smiley vermalt. Auf die Karte? Ich hab mich vermalt. Jetzt ist es ein. Wie kann man jetzt, sich denn zu einem Smiley vermalen? Achso, jetzt male ich die Smiley auch zu Ende. So, das kriegt er noch Augenbrauen. Warum hat der denn so krumme Zähne? Naja. Dann hast du da die von Zunge Inspector Gadget. Das ist doch nicht die Zunge, das ist das Ohr. Warum ist das da? Also, das ergibt gar keinen Sinn. Bist du jetzt Kunstkritiker oder was? Ich merke, dass du Jura studierst und nicht Medizin. Naja, also ich könnte auch Medizin studiert. Ja, klar, ist dich. Wir haben Medizin studiert? Ärzte meistens tatsächlich. Hab ich auch gehört. Danke. Danke nochmal für die Antwort. Das ist eine Frage, die hat mich schon lange beschäftigt. Ich meine. Ja, gerne. Hat sich nachts nicht schlafen lassen. Sir Lawrence, jetzt kann ich Sie lotsen hier. Also fahren erstmal geradeaus. Ich meine. Alles klar. Ja, also schon auf der Spur bleiben. Nicht einschlafen! Nein, hallo, ich schlafe nicht! Alles auf der Spur bleiben beim geradeausfahren, ne? Also. Ja. Aber das Wichtigste ist ja. Gibt es irgendwas zum Thema Anwaltskammer, Rechtsanwaltskammer? Nein. Gar nichts? Nein, aber die Lizenzen werden von den Richtern vergeben. Perfekt. Bis vorhin gab es zumindest auf der Website vom DOJ noch einen Teil, wo drin stand, dass es wohl einen Judge gibt, einen Senior Judge, der für die Erteilung von Anwaltslizenzen zuständig ist. Das, okay. Dieser Teil wurde aber von der Website runtergenommen. Was das für eine Bedeutung hat, weiß ich nicht. Ah, okay. Dann ist es vielleicht veraltet. Und das kostet wohl eine Gebühr und das erfordert wohl eine Prüfung. So stand das vorhin, zumindest vorhin auf der Website. Genau. Sonst können wir ja gleich mal rumfahren und fragen. Ja, mein Bruder hat mir gesagt, er ruft mich an, wenn er da mehr zu hat. Läuft deine Hose schon wieder aus? Aber er spielt gerade eins von diesen Spielen, oder? Ja. Ist es Schlangenkopf, oder? Na klar. Artikel 5 Rechtsgeschichte. 20. 20? Ja. Hat aber Hassel. So wenig? Ja. Aber ich bin alt. Mit meinem Gichtfinger kriegt das nicht so schnell hin. Das andere Spiel ist viel beschissener, dieses Klötzchenspiel. Da fallen immer nur die gleichen runter. Also ich finde das super, ne? Ich kann da gar nicht aufhören, wenn ich einmal damit anfange, das ist das Problem. Oh, er ist bestimmt fertig. Lass mich. Oh Gott. Oh. Gott. Geht's dir gut? Ja. Oh. So. Oh, einmal eindrängen. Oh, geht's? So. Oh. Ja, geht. Er ist alt. Ich hab ihn nur schon mal auf die Rechnung vorbereitet. Okay, ja, kein Problem. Okay. Ja, nee, alles gut. Ich habe es ein bisschen jetzt ausgebessert. Das ist, als wäre nie was gewesen. Da links hinklicken. Im Handy. Perfekt. So, schau mal. Haben Sie immer ein bisschen Rückenprobleme wohl? Ich bin 70, ne? Ich habe überall Probleme. Und echt? Bestatter, also. Oh, scheiße. Warten Sie mal, drehen Sie sich mal um. Ich habe da so eine kleine Technik. Vertrauen Sie mir. Nein, keine Sorge. Menschen. Ich bin Auto und Knochenralle. Okay. Hände nach oben. Achtung, ich lege jetzt meine Hände unter Ihre Arme. Eins, zwei und. So. Ich wollte Sie gerade davor warnen, wenn das schief geht, dann. Nein, geht nichts schief. Geht nichts schief. So, das, komm, steh auf. Das klang, als würden die Knacker da schon 20 Jahre drin.
Ja, der muss sich ein bisschen arretieren, dann geht das schon wieder. Schlüssel. Nein. Schlüssel hat er mir nicht gegeben, oder? Und? 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 Ich fühle mich glatt, als wäre ich 62. Das sehen Sie. Da nicht was sagen, LSC Bodrow fragen, ne? Ja, genau. Ach du Scheiße, was ist denn hier denn los? Ja, ja, da ist Blaulicht. Ach schön, kommen der Sie Bottrop. Sich zum Vorstellen. Der Bottrop war... Geh schnell los. Hallo. Oh Gott, jetzt kommt die auch noch. Wir waren es nicht, dass es da drinnen so komisch riecht. Es sind die Erbsen, es tut mir leid. Was hat der eigentlich gekostet, der Washington, als du den gekauft hast vor 30 Jahren? 10.000. 30 Jahre auch schon? Mein Gott, diese Inflation. Passiert ja gar nichts. Aber hier mal zum Thema zurück überhaupt, ne? Hier, Herbert da hinten. Sag mal, was wolltest du jetzt mit... Habt ihr schon mal eine 32 cm Pizza gegessen? Weil das waren wir noch nicht. Wolltest du damit sagen, dass das groß ist? Ist der große nicht 36? Also in meinen Maßstäben ist 32 schon groß. Nee, ich dachte nur eine große, eine 36er. In deinen Maßstäben ist auch 2 cm groß. Also weiß ich jetzt nicht, warum du jetzt hier so dick aufträgst. Also ich meine... Ja, deswegen meint er, dass es liegt an der Erbse. Das ist überleg mal die Relation zwischen 2 cm, die schon groß sind, und den 32 cm. Das sind die 32 cm hier, also das ist ja gar nicht mehr von dieser Welt dann gefühlt. Ich bin eher der Kalzontyp. Ja, er da hinten auch. Er hat nur vergessen, dass er eigentlich nur ein Brot gegessen hat und keine Pizza. Ah, das stimmt, dabei. Zusammengeklappt ist. Gibt's hier eigentlich also so ein Ammunition oder so? Ich würde irgendwie gern was zu meinem eigenen Schutz haben wollen. Soll ich Mutter laufen lassen? Nee. Okay, halt dich bereit, okay. Diesmal nicht. Ah, was geht, Johnny? Ja. Geht, ja. Johnny. Ja, danke. Oh na, ja, genau. Ich für eine Pistole, ich muss los. Tschüss. Hab ich gerade. Hat Johnny gerade angerufen, oder? Ja. Was? Ach hier, yeah, okay. Ich nehme eine Taschenlampe. Man weiß ja nicht. Mist, keine Munition. Wieso hat er. Oh nein, er hat keine Munition! Wie, die Batterien kosten extra? Oh Mann. Ja, hier. Nehmen Sie die 5 Dollar. Er hat keine Munition, wo kriegt man denn dann Munition? Ja, ich habe gerade nicht 3000 Dollar für eine Waffe ausgegeben, ohne Munition. Kannst du ja werfen. Ja, stimmt. Ja, je nachdem, wie authentisch du das verkaufst, glaubt ihr denn gegenüber das vielleicht, ne? Gott sei Dank bin ich nicht pleite. Gott sei Dank hast du Geld. Gott sei Dank habe ich Geld. Hast du nicht gleich 10 gekauft bei deinem unendlichen Reichtum? Aber er hat doch nur 2 Hände. Das ist egal. Bei ihm geht es eher darum, dass er es einfach kann, weil er es kann. Ach so. Ja. Was kann er denn? Ja, das ist eine gute Frage. Geld ausgeben. Laufen. Schrein. Ja, apropos Schrein, wie war das jetzt nochmal mit dem Kennenlernen da? Erzähl das bitte nochmal jetzt ganz genau. Wieso eigentlich ich? Also, ihr könnt euch auch selber erzählen, wie ihr mich kennengelernt habt. Also, verstehe ich jetzt nicht. Ich find's schöner, wenn du es erzählst. Nee, weil ich weiß gar nicht warum. Also, ja, ich find's auch schöner, wenn du das erzählst. Hey, neue Insel, neues Leben, ihr wisst doch, ne? Wo kann ich denn Munition kaufen? Bei euch? Am nächsten Stadtpark. Achso. Okay. Ja, ich brauche das für Geburtstagskuchen, ne? Geburtstagskuchen? Ja. Ja, so explosive Mischung, kann ich Ihnen sagen. Ja, dann müssen Sie mal in den Waffenladen schauen. Haben Sie noch was über? Ja. Aber da gehen wir bestimmt nicht raus. Mann, ey. Nie Glück im Leben. Ja, okay, so ist das mal. Alles Gute. Hat doch was von angeben, oder? Sagt er etwas über, aber gibt nichts raus. Oh nee. Oh nein. Oh. Ja, ich glaube, die Jugend sagt dazu, jeder Flex.
weiß ja nicht, was der Kreis ist. Was für ein Winkelschleifer? Ich Winkelflex, weirder Flex. Oh. Platz da! Ich habe irgendwie das Gefühl, denen geht nie die Arbeit aus, oder? Eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. What's happening? Ja, drin, was also? Hey, Jimmy! Heißt du überhaupt so? Oh, geil, du hast richtig geil. Aha, geil, Mann. Ja, danke, nehme ich mit. Ah, was? Ich habe nicht genug Geld dabei. Ich habe immer genug Geld. Das ist... Ja, klar. Hier. Das sind 200 zu wenig. Was, wie viel kostet denn Munition? Oh Gott, okay. Das ist aber Glück. Ach, Gott sei Dank habe ich hier welche gefunden, die liegen. Die schulde ich natürlich jetzt niemandem. Wollen wir denn an Strand oder auf den Pier? An Strand oder auf den Pier, oh Gott. Ich weiß nicht, sind hier nicht irgendwelche Läden, wo man mal was essen kann oder so? Ich meine... Ja, dann auf den Pier, ne? Wahrscheinlich. Oh, was ist das hier? Oder hier vielleicht. Cool Beans. Hat mir das nicht mal über Bohnen? Ne, das von Erbsen. Ach, ja. Schau mal, ist das dein zweites Standbein, B-Starter? Etus B. Was ist das? Vegetarische Cousine? Das ist eine Cousine. Also die vegetarische Cousine scheint nicht da zu sein. Guck! Oh, hier scheint es Nudeln zu geben. Ich mag Nudeln. Nudeltausch. Guten Tag. Hallo. Na, wie geht's dir? Oh, ja, Gott. Gut. Ah, der Bestatter. Ja, natürlich. Na, Mignon. Wie geht's dir? Ja, so weit, so gut, ne? Und selbst? Ja, super. Hast, ich habe hast hier einen Job jetzt? Ja. Damit ja, war ich hier gut, alleine am Machen und ich helfe ihn jetzt aus hier. Jetzt seid ihr zu zweit am Machen. Genau. Richtig. Kann man hier schon was zu essen bestellen? Ja, natürlich. Was ist denn die Empfehlung des Tages? Die Empfehlung des Tages ist eine Bento-Box. Die gehen momentan am besten. Aber eigentlich ist alles gut. Also eigentlich kann ich alles empfehlen, ne? Ja, dann nehme ich einmal so eine Bento-Box. Was möchtest du für Toppings haben? Was für Dinge? Toppings. Obendrauf. Was bisschen, man obendrauf macht. Deko. Bisschen Deko. Auf der Box am liebsten Deckel obendrauf. Nein, ich meine auf dem, ne, da ist der Reis drin und so. Und ach da so, oben ja, was habt ihr so Leckeres? Oh, was haben wir als Frühlingszwiebeln? Ach so, eine Beilage. Ja, genau. So in der Art Beilage, genau. Können ein bisschen Fleisch dazu machen, ein bisschen Frühlingszwiebeln. Auf Fleisch ist immer gut. Okay, ja, dann eine Bento-Box. Mach da mal was Leckeres zusammen, ja, genau. Ich mische hier was Ordentliches zusammen, genau. Ja, genau. Aber leicht zu kauen, bitte, denk dran. Ja, natürlich. Ist alles sehr gut durchgebraten und so. Geht zergehen auf Zunge. Perfekt. Okay, möchtest du noch ein Dessert? Ja, na klar. Okay, dann mache ich hier noch einmal Mochi dazu. Das sind so gefüllte Reisbällchen mit Eis. Was für Eissorte? Möchtest du Schokolade, Vanille oder... Ja, ja, Schokolade, ich bin Schokolade. Schokolade? Okay. Ist da noch mehr was zu essen oder werden hier nur Fragen gestellt? Okay, dann einmal Mochi. Perfekt. Genau. Der Wahnsinn. So, die danke Dame. Dir. Das klingt super, ich nehme das Gleiche. Für Sie mich das Gleiche? Ja, für mich mit Schokoeis. Mit Schokoeis? Wahnsinnsauswahl. Ja. Gibt's auch was zu trinken? Ja, wir haben Ramune, das ist eine chinesische Limonade. Grüne Tee oder Sake? Ich nehme die Limonade. Also die Ramune. Genau. Was, die haben Särge hier? Wo nein, Sake. Sake, das ist ein Schnaps. Ach so. Ach so, ich hab Sake verstanden.
Und woher kennt ihr euch jetzt? Oh, das ist eine wundervolle Geschichte. Ja, erzählen Sie doch mal. Komm, wir erzählen sie gemeinsam. Ich mache einen Satz und dann machst du einen Satz. Oh Gott! Also kurz gefasst, ich habe ihm eine geknallt und dann haben wir uns gegenseitig angeschrien. Ja, richtig. Und eigentlich, also warum sie mir eine geknallt ist, ist, weil ich sie eigentlich knallen wollte. Toll, ja, nee, wirklich super. Das ist die Kurzfassung, was soll ich sagen? Ja, ich werde, es sind zweierlei Seiten von dieser Geschichte gerade überrascht. Ja, richtig, deswegen hat sie mir eine geknallt. Ja. Ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf. Richtig. Ja, und ich hätte gerne den Nagel auf den Kopf getroffen, ne? Ja, und irgendwie haben wir uns dann so ausgekotzt, dann haben wir festgestellt, dass wir den gleichen Studiengang haben und dann. Ja. Oh, ich war oben los. Grüße. Oh, ich will ein Eis, ich will ein Eis, ich will ein Eis. Ich muss bezahlen. Vor ihm sind Schmilzers, danke. Ja, und hier ist jetzt so ein Ort, wo man Leute kennenlernt, oder? Weiß ich nicht, aber wir wollten Leute kennenlernen. Lass uns Leute kennenlernen. Wie funktioniert das? Gezogen werden wollte. Stimmt, die Uhr an meinem Arm kostet 5k, okay? Oh mein okay? Gott, das hätte ich jetzt nicht von Ihnen an erwartet. An deiner Stelle würde ich Günther. Mir das nicht gefallen lassen, Günther. Du bist ja meine Doktor, richtig, Goofy. Deswegen machen wir jetzt folgendermaßen. Wow! Ach, okay. Scheiße! Dich mit, Richie, du Bitch! Wow, wow, wow! Dich mit, Richie, du Bitch! Das ist fuck. Okay, okay, ich muss auch los! Ich hab 10er drauf gewettet. Also, dass Leute kennen, ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, wir kennen mich kennen, was geht ab? Alessandra, passiert das immer, wenn du Leute kennst? Das ist eine sehr witzige Angelegenheit. Ja, breite. Was geht ab? Ja, es geht, hey. Grüße. Ja, weiß ich nicht, ich hab mich, ja, war auf jeden Fall interessant. Du hast Leute kennen, das ist Gira, ich bin Happy und du bist? Ich bin Alessandra. Wer? Alessandra. Ja, da merkt man, ob sie Kannst du einen Kurzfahren? Wir das schon kann ich die Alex nennen? Bitte das MD an. Das ist Alessandra, ne? Alessandra, ja, nicht Alessandra. Alles? Dann nenne ich alles. Alles. Alles? Ja, einmal mit alles, bitte. Selber an. Das ist doch sein Laden, oder nicht? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Könnte ein Slogan werden. Boah, Happy. Ja, mein oh mein Gott. Hobby ist Fitnessschiffen. Wer hat das gemacht? Ihm gehört der Laden. Und er sagt einfach, aber ich musste der auch was beibringen. Die war ja sehr hilflos, die Kleine. Ja. Ja, wenn die da so Side-Eye machen. Oh, was war denn hier? Okay. Was macht er eigentlich so? Der ist Bestatter. Ja, da reicht nur einfach heute. Wer ist Bestatter? Ja, er ist Bestatter. Der ist Bestatter. Kennst du den, oder? Ja. Jetzt jemand das an die gerufen. Aber weißt du was? Der Slogan ist wirklich richtig gut. Ich will nämlich Anwältin werden und einmal mit alles finde ich richtig gut. Ach, kein Problem. Kostet dich nur $1000 Angebot. Ich hab gerne $1000. Verdammte Scheiße, $100 rein. Oder eine Kippenschachtel. Ich hab eine Kippe. Das nehme ich auch. Kippen, ja, stimmt. Ich hab auch Zigaretten. Hab ich schon wieder vergessen. Ja, naja. Ja, auch da Schmähne. Bitte? Hat eigentlich einer das MD genommen? Ich hab keine Ahnung. Oh, ja, erstmal eine rochen, ne? Ja, ich hab gehört, da rutscht der Krebs nicht alles. Oh, bitte schön. Ja, das stimmt. Ja, gut, da haben wir schon. Soll ich jetzt kurz pissen? Ja, bitte. Ja, viel Erfolg. Was geht bei euch so? Was treibt euch umher an diese wunderbare Tankstelle, an diesem wunderbaren Abend? Wollten ein paar Leute kennenlernen. Kennenlernen? Was macht ihr denn so? Erzähl doch mal ein bisschen was. Also, ich studiere, Juna. Du studierst ja auch an der Uni? Mhm, genau. Ich studiere auch an der Uni. Oh, cool, was studierst du? Astrophysics. Oh, irgendwas mit Planeten? Genau, cool. Richtig. Ne? Ich habe mal ein Praktikum gemacht, ne, bei Spacewire. Kennt ihr das? Nee. Ja, es ist, hat schon mal was gehört, aber... Ja, von Elon Truster, das Ding. Ja. Ja, genau. So Raketen ins Weltall schießen und so. Ach, so ein Mist. Hat auf jeden Fall einen vertrauensvollen Namen. Ich mache aber auch Rap-Musik, also... Oh, ja. Das ist bleibt Musik ist auch geil. So, ja, so Cloud-Rap, ne? Ein bisschen zu schnell, ich hätte drauf gewettet. Ich muss aber studieren, weil sonst gibt mir mein Vater nicht meine Kohle. Ah. Ach, der hält dann ja der Bratpfanne auf dem Kopf, ja. Ja, der hat so ein Investmentfonds, nicht gemacht. Mein Vater hat Kohle, ja. Aber ich hab davon nix. Aber soll er studieren, der ist Brite. Und dann sieht man sich ja bestimmt auf dem Campus. Dass die nicht da sind. Ja, bitte, da können wir mal zusammen richtig wegsaufen, ne? Ich wurde gestern richtig weggeknüppelt auf einer Semesterparty da. Warst du auf der gleichen Party wie Chemis?
Das kann sein. Ich bin aufgewacht und mein Motorrad war weg. Aha. Bist du in der Villa aufgewacht und nackt? Nee. Achso, dann war's ich bin auf der Straße aufgewacht. Oh. Also ich habe mich natürlich noch geduscht gerade. Ne? Das ist natürlich keine Frage. Ich ja, wollte ich dir nicht Leute kennenlernen? Ja, also ja, ich, also ich sag mal so, du hast, also ich habe jetzt noch nicht so viele Leute kennengelernt, weil ich war verstört, dass wenn hier, wenn ich versuchen würde, Leute kennenzulernen, dass mit einem Baseballschläger um sich geprügelt wird. Ich meine. Naja, ich komme aus Liberty City, also. Ist das immer so, wenn du versuchst, Leute kennenzulernen? Ich bin halt umwerfend. Ja, klar, liegt es an dir und nicht an dem Baseballschläger. Au, siehst du? Siehst du? Wer weiß Stück ab. Au, mein Vorderkopf. Komm doch mit zu den Leuten. Ja. Ja. Jogging, Buchse, Polo. Golf, ja, sicher. Golfen spielen wir wo? Ja, muss ich mal mit meinem Vater machen, ne? Der ist mal immer so ein ja. Stück Arsch. Ja, also Grüße, ne? Ich möchte hier niemanden exkludieren, ne? Ciao, was geht ab? Ja. Ja, schönen guten Abend, ne? Das ist ja, eine sehr schöne Melone, ne? Ja, danke. Sind Sie Brite? Nein. Ich bin Brite. Ich erkenne den britischen Stil, soll das heißen. Achso, ja. Keine Ahnung. Ich finde die Melone einfach schön. Echt jetzt? Ja. Ist die von Birkin and Bonds? Weiß ich nicht. Du bist ein großartiger Laden in London, ne? Wenn sie da mal was brauchen, sagen sie mir Bescheid, ne? Haben die da Socken in den Laden? Socken? Die haben sogar so Sockenhalter. Hat mich gerade Alter genannt? Naja, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber er hat sie nicht Alter genannt, Alter. Hat der mich gerade Alter genannt? Alter. Nein, der doch. Der Halter. Sockenhalter. Ja, mit H. Halt, Happy. Ja. Ja, was hält? Ja, nee, brauche ich nicht, danke. Mein Alter braucht man das nicht. Tja, das stimmt, klappt man einfach an die Falte. Ah, ich muss los. Ja, viel Spaß, ne? Ja, du musst doch los, dann geh doch, ne? Was ist denn mit dir? Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, wir müssen auch Moped kaufen. Ja, weißt Tag du, noch. Bevor ich losgehe, ich habe noch eine Frage. Wo kann man Motorräder kaufen, wisst ihr das? Motorradladen. Wow, danke für den ganzen Beitrag. Wow. Ja, gerne, ne? Sehr konstruktiv, das war super. Gab's unten am Hafen, wo wir waren, auch Motorräder? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube unten am Hafen nicht. Wieder. Gab's keine Anker? Dann doch, ein Redbike. Ein Redbike, ja. Doch. Ja, das ist ins Krankenhaus. Das ist natürlich belastend. Okay, Skeeter, komm, wir gucken am Hafen, ob wir da vielleicht Motorrad für dich finden. Ja, let's roll, let's fetz rock'n'roll, volle Power. Da ist rollen, da Hayden. Haben wir die gerade angefeuert? Ja. Hm? Ich glaub schon. Ja. Okay, na gut. Wollten wir gerade Leute kennenlernen und ja, die sind zwei von drei sind gegangen. Ja, und wir haben die dabei sogar angefeuert. Ja. Also das mit dem Achso, das läuft doch, ne? Bei der ersten Gruppe, da wurde einer umgehauen und der Rest ist abgehauen. Also. Ich glaub, der muss in die Werkstatt. Haben wir uns bei nicht am DOJ gesehen? Ja, haben wir uns nicht am DOJ gesehen? Sie haben uns nach dem Weg gefragt, aber ich weiß nicht. Nee, nach dem... Ja, wegen Anmelden. Genau, wegen dem Anmelden vom Wagen. Ja, okay. Anscheinend doch nicht. Oh. Wir haben auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Guten Abend. Hi. Ja, ein wunderschön. Kommen Sie gerne dazu, stellen Sie sich daran. Hi. Na, ich bin mal so frei. Nicht schüchtern sein, wir beißen nicht. Vielleicht nochmal knabbern. Jo. Aber da Sie neu in der Runde sind, wie heißen Sie? Was ist Ihr Lieblingstier? Und wenn Sie einen Film werden, welcher wären Sie? Und haben Sie schon mal eine 32 cm Pizza gegessen? Ja. Oder Brot, weil man Ich glaube, wir müssen mal einmal zum DOJ. Ah, okay. Aber Moment, ich will mir erst die Antworten anhören. Ist aber ja richtig. Okay, okay. Wie waren die Fragen nochmal? Wie sie heißen? Oh, nee, Mann. Ey. 32 Zentimeter Pizza, hast du schon mal gegessen? Ja. Aber nur im Durchmesser. Also, und nicht in der Länge. Ja. Das ist schon. Das war die beste Antwort, die man hätte wirklich geben können.
Ich hoffe, du auch. Nee, ich bin eher der Calzone-Typ. Also anscheinend warten da wohl gerade schon ein paar andere und das ist wohl jetzt gerade in Klärung oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Schlange ist, aber ich denke, wir sollten uns da mal anstellen. Okay. Bevor wir nachher 8 Stunden warten müssen. Bist du denn fit für die Prüfung? Also ich schon. Ja, die werden da mit Sicherheit jetzt keine Prüfung machen, die werden mit Sicherheit Termine machen. Das kann auch sein, ja. Weil wenn da wirklich so viele warten, dann werden die das nicht direkt prüfen. Gott. Oh Gottes Willen. Ich hoffe, die wollen alle Staatsanwälte werden. Hey, Leute zum Kennenlernen. Ja, mit Staatsanwälten gut zu stehen, ist nicht unbedingt verkehrt. Das, ja. Oh, die gehen alle rein. Das ist richtig, wenn wir ankommen, dass sie alle reingehen? Ich weiß nicht, das ist irgendwie unser Flow heute, oder? Wir kommen an, Leute verschwinden. Die bedrohliche Art, die an den Tag legen. Ja, vor Gericht wird uns das helfen. Und sie sind alle irgendwohin verschwunden. Mist. Ich habe nur eine Taschenlampe dabei. Natürlich piept die. Was wir jetzt besprechen müssen, da geht es um Staatsanwälte, genau. Beziehungsweise da geht es halt darum, zu klären, wer das Sagen wie hat. Unzufrieden. Ob es nun in der Hand des DJs liegt oder in der Hände des Gewerbeamts. Ja, und jetzt, mein Freund, schreib einfach mit. Es gibt souveränen Auftritt bei absoluter Ahnungslosigkeit. Ja. Aber jetzt sind drin. Jo. Oh Gott. Hat er jetzt einen Rückruf bekommen, aber ich bezweifle. Okay. Und jetzt? Ja, ich weiß nicht, warum wir hier so. Sind die schon alle durch? Soll ich mal reingehen? Ich habe irgendwie. Ich glaube, da geht's um Staatsanwalt. Oder? Ich weiß es nicht. Was hat denn dein Anrufer gesagt? Wer war das denn, Bruder? Nee, ich habe jetzt einfach mal kurz beim DJ angerufen. Mhm. Und da meinte der Prosecutor, der da am Telefon war, wir sollen einfach mal vorbeikommen, weil da warten wohl gerade auch schon einige andere. Das, was sich wohl jetzt gerade aktuell in Klärung befindet. Sollen wir auch einfach reingehen? Ich meine, Mails rausschmeißen können die uns ja auch nicht. Warum eigentlich nicht? Die Türen. Ach, zum Glück sind wir reingegangen. Okay, welchen Aufzug nehmen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Welchen Aufzug nehmen wir denn jetzt? Gott. Ich war noch nie so überfordert in meinem Leben. Schon 1, 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6. Oh Gott. Oh Gott! Und? Ja, ich war ja gerade da in den einen, ne, Geschworenen und so. Grüße, Bestatter hier. Ah, ja, ja. Mach deine Tür auf und da sind 10 neue. Wir müssen unten warten. Ich glaube auch. Naja, wir haben es versucht. Bestatter, wir gehen schon mal runter. Hi. Hallo. Hi. Kurze Frage. Arbeiten Sie zufällig hier? Nein. Negativ. Okay, nächste Frage. Okay. Warten Sie zufällig auf eine Rechtsanwaltslizenz? Oder wissen, wie das abläuft? Als Anwalt, genau. Wir wollen uns als Anwalt registrieren lassen, aber das dauert noch, weil gerade keiner weiß, wie das richtig funktioniert. Ah, okay. Meine Damen und Herren, kann ich Ihnen helfen? Ach, Sie sind immer noch von der Kanzlei, nehme ich an. Wir sind von einer anderen Kanzlei. Also wir wollten eine gründen. Wir haben uns zusammengeschlossen. Wir sind, glaube ich, verschiedene. Wir gehören nicht zu dem Autodidakten. Ah, mit okay, dem Geldbündel. Sie können dann direkt mit der Stadtverwaltung sprechen. Wir haben gerade beschlossen, dass das alles über die Stadtverwaltung läuft und die ist auch hier. Herr Miller steht direkt da vorne, ja, bei Mr. Hawkins.
Sie brauchen von mir kein grünes Licht. Wenn Sie sich zusammenschließen, ist das lobenswert. Mein Name ist übrigens Blake Mountcastle. Ich bin Chief Justice hier. Sie können dann also direkt loslegen und Ihren Tätigkeiten nachgehen und Mandanten vertreten. Ja. Perfekt. Denken Sie aber daran, Sie müssen das auch irgendwie bezahlen. Ja? Ja, wie teuer ist denn die Lizenz, die Gebühr? Wissen Sie das schon? Die Lizenz und die Gebühr kostet gar nichts, aber Sie müssen sich auch bezahlen. Denn das ist Amerika, ja. Der freie Markt. Ja, für irgendwas müssen wir bezahlen. Das ist vollkommen richtig. Gut. Wenn es schon viel Erfolg ist, ne? Ja. Absolut. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Na dann, stimmen wir mal. Ja, auf. Ach du Scheiße, Mann, ihr seid echt wenig zu gebrochen. Sie sagen, wenn ich Ihnen auf den Sack gehen darf, okay? Ja, geben Sie mir kurz noch mal. Ich gebe Ihnen jede Zeit, die Sie brauchen. Habt ihr euch schon soweit ein Bürogebäude gemietet? Frage ich mal so rum. Noch gar nicht. Also, weil alles bis jetzt noch nicht wirklich feststand, was, wie, wo, wer. Deswegen wollten wir erstmal die Füße stillhalten. Organisiert euch ein Bürogebäude einmal. Wenn ihr das habt, kommt ihr mal zur Stadtverwaltung. Zur City Hall. Da warten wir. Weil ich muss da einmal wissen, ob es da jetzt mehr als Einschlüsse gibt oder nicht. Das muss ich sonst einmal weitergeben. Ja, das stimmt. Ne? Wir wissen aber, ich habe gesagt, wir haben ein Bürogebäude. Bürogebäude finde ich auf der Touri-Map. Ne? Genau. Was läuft hier jetzt? Okay, dann tun wir das so und dann also einfach Stadtverwaltung, da sind Sie heute da. Das läuft über die Stadtverwaltung und dafür sind wir jetzt auch alles. Okay. Das kriegen wir hin. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal. Okay, das ist bekommen. Ciao. Darf ich Sie auch noch kurz belästigen? Ja. Wir würden auch gerne eine Kanzlei machen und wir hätten tatsächlich schon Bürogebäude. Wie viele Schlüssel habt ihr bekommen? Achso, ich hab eins angemietet beim Arcadius Tower gegenüber. Wie viele Schlüssel habt ihr da bekommen? Lassen Sie mich mal schauen. Ich glaube... ein. Ja, das hatte ich mir nämlich schon gedacht. Weil ich muss noch ein, zwei Sachen dazu noch abklären. Also oben wurde schon diverse Sachen besprochen. Mhm. Auch, dass ihr die Anwaltslizenz kriegt, das ist kein Problem. Nur, jetzt müsst ihr kurz bei uns ein bisschen umdisponieren. Auch wegen den Schlüsseln etc. pp. Ja. Weil sonst sehe ich euch jede Woche da bei uns sitzen, wenn ihr den Schlüssel verloren habt oder wenn ihr noch neue Schlüssel braucht. Ja, ich verstehe. Okay. Tut mir mal einen Gefallen. Fahrt mal bitte zum Schlüsseldienst. Guckt mal nach, ob ihr den Schlüssel nachmachen könnt. Okay. Ja. Mach ich. Wo sollen wir uns denn im Anschluss melden? Ich habe jetzt irgendwie nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Ich glaube, wir sind jetzt zwei Schritte vorgesprungen. Seid ihr jetzt Anwälte oder was? Na ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Nee, noch nicht. Ja, keine Ahnung. Auch. Sag mal, habt ihr verstanden, seid wie ihr das jetzt Anwälte, oder? Funktioniert? Ja, also es läuft jetzt so. Wir müssten jetzt gucken, ob wir die Schlüssel nachmachen können. Dann rufen wir beim Gewerbeamt an, klären das mit denen ab. Ja. Und dann sind wir in der Kanzlei. Ich habe gerade schon zu Ethan gesagt. Nate? Ethan? Nate? Ethan? wir machen dann einfach, also ich würde es einfach jetzt so erstmal machen, tatsächlich, dass wir einfach eine Kanzlei gründen. Ja. Und über das Ganze wie, was, warum und so können wir uns später noch unterhalten. Aber Hauptsache, das ist ja so ein trockenes Tüchern, weißt du? Ja, können wir. Klingt doch nach einem Plan. Nein, macht er nicht. Macht er nicht? Mm-mm. Okay. Okay. Ich rufe mal bei der Stadtverwaltung an. Ja, also das muss er klären, tatsächlich. Aber er meldet sich auf jeden Fall nochmal wieder. Okay. Wow. Nee, also dafür, dass du das studierst, ey. Ich habe ja gesagt, es ist gemütlich. Das ist ja, quasi richtig. Durch, ne? Das ist durch, ja. Ja, dann können wir uns unterhalten, wie wir es machen, oder? Was ist durch? Wir stehen auf der Liste zur Umsetzung. Oh, cool. Also keinen kriegen wir eventuell nicht, sondern wir kriegen es definitiv. Ihr da im Anzug? Ja. Ja, bitte. Ich habe mal eine Frage. Sind Sie interessiert an Krediten? Wie hoch? Also ja, ich... verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin... Wir gehören eine recht große Bank und wir vergeben Kredite an Leute, die so ein bisschen unter der Kralle, Sie wissen schon. Ne? Ah. Und die Anzahlung ist auch gar nicht so gering. Also Beispiel für 100.000, muss kurz aufs goldene Ding schauen, für 100.000 verlangen wir nur 10.000 Eigenkapital.
Das hört sich sehr gut an. Wie ist denn die Rate? Yeah. Ja, die Rate, die ist ungefähr 2000 im Monat. Im Monat? Ja, auf 50 Jahre. Ja, ja, wir wollen natürlich, dass sie so lange wie möglich Freude am Kredit haben. Okay, also passen Sie auf, die Zinsen. Die Zinsen zum Beispiel, das sind 0,001%. Das ist ein Witz. Ja, ja, ja. Und wie läuft das ab? Ja, das läuft so ab. Also Sie zahlen 10.000 ein, kriegen danach von uns einen Vertrag zugeschickt mit allen möglichen Zeug. Und also keine Sorge, wir werden nicht Insolvenz beantragen oder so einen Scheiß und dann verschwinden. Und danach kriegen Sie, wie gesagt, den Vertrag und dann läuft alles monatlich. Also 2000 ich muss aber erst die 10.000 einzahlen. Natürlich, wir müssen ja sehen, ob Sie das Geld überhaupt haben. Dann habe ich auch 100.000. Wissen Sie, das klingt nach einem unglaublich guten Geschäftsmodell. Ja, sehen Sie. Vor Ihnen stehen zufällig die besten Anwälte der Stadt, nur falls Sie mal Bedarf haben. Das freut mich doch. Ihr Anwalt, ihr braucht eh Geld. Ja. Man will ja auch mal nach oben steigen. Naja, ich glaube, die Dame meinte eher, naja, Sie brauchen sicherlich auch mal eine Absicherung, wenn da jemand mit einer Zivilklage um die Ecke kommt, wissen Sie? Was soll das denn jetzt heißen? Ja, wenn jemand seine Zinsen nicht bezahlt. Ja. Seine Beispiel auch. So meint sie das. Ja, das ist doch... Wenn jemand seine Zinsen nicht zahlt, dann wollen sie doch die Scheiße aus dem rausklagen. Ja, natürlich. Also, wie heißt das? Sie bei euch doch immer Mahnung. Nee, wie heißt das? Abfinden? Nee, wie heißt dieser Scheißbrief? Die einstweilige Verfügung, ja. Ja, genau. Also wir nennen es eigentlich ziemlich beim Namen Scheiße aus dem Leib klagen. Also. Sehr gut, sehr gut. Also ein Schreiben muss alleine schon 10.000 Dollar kosten, dass schon gleich die Anzahlung ja mit drin ist. Ja, das ist die Gebühr fürs Porto. Also das kriegen wir natürlich hin. Weil ja, das Problem Porto, jetzt. Ich riech das Geld jetzt schon. Ja. Abhängiger Holiker. Ja. Ja, okay, wo können wir unterschreiben? Da drüben, Travis. Was jetzt genau? Wo den Staatsvertrag? Also, Moment. Verwirrt jetzt gerade. Wer unterschreibt jetzt hier bei wem? Ja. Naja, bei uns natürlich. Hm. Ja, dann los, ich will unterschreiben. Wir sind gerade im Aufbau, wir können ja noch... Ach so, dann machen wir es so, wir tun jetzt hier Roman abchecken und dann melden Sie sich, wenn Sie soweit sind in Ihrer Räumlichkeit. Ja, und wenn Sie, wie gesagt, natürlich Geld brauchen, einfach anrufen. Ja, ich bin... Perfekt. Ich bin... Ja. Also, wie ist Ihre Nummer? Sekunde. Ach so, dumm, ja, genau. 642? Ja, genau. Yeah. 055. Ja. So, und du bist Anwalt? Romano. Wie heißt du? Schimes Romano. Wie heißt du? Hallo Stefano. Schimes Romano. Kann ich das irgendwie... Hat mal jemand 20 Dollar? Sag einfach Romano, das passt schon. Hallo Inge. 10 Dollar. Okay, Romano. Passt. Wenn ich 20 krieg, kriegst du 10. Ja, dann Romano, ich melde mich bei dir, okay? Oder tu dich bei mir, wie auch immer. Ja, 10 Dollar. Mann. Ja, perfekt. Wofür, Mann? Wir brauchen es für rum. Ja, das Mann. Bin ich. Wie ist der Name? Kingsley. Hallo, Kingsley. Wir lieben rum. Ihr könnt mich aber nennen, wie ihr wollt. Kein Problem. Ihr könnt mich auch Big Baba Luckys nennen. Yeah. Dann ist freut mich geschehen mit Ihnen zusammen. Ja, ebenso. Weißt du, wo es rumgeht? Den Abend. Ja, gleichfalls. Ich will mal im Lukas-Tor gucken. Gibt's leider kein Eis. Ah, ich bin schon jeden in der Stadt abgefahren. Mal den ganzen Tag keinen gefunden. Da haben wir, glaube ich, nichts, ne? Gibt's doch bestimmt irgendwo ein Eis. Mann. Das ist doch hier Blumenkohl, oder was ist das hier für eine Kacke? Guck mal, da ist doch eins. Haha, das nehme ich mal. Ah. Sehr schön. Perfekt. Oh, was du rum? 40 Dollar Döner. Döner-Döner. Perfekt. Ah. Moment, gerne nur M nennen. Auch gerne. Schön, wenn wir das Eis, danke schön. Hallo M. Mann, wir sind so arm. Yo, Junge, du siehst ja echt gut aus. Wollen Sie ein Eis? Nein. Haben Sie Nils? Ach so, das Nils, den kenne ich auch. Und das hier. Ich habe hier gerade das letzte noch irgendwie. Grüße. Mir sichern können. Ja, perfekt. Oh, vielen Dank. Wir kennen sich alle. Haben wir alle. Ja, jetzt bist du dran. Jo, ich bin dran. Komm mal mit. Entschuldigen Sie, dass er Sie belästigt hat. Ich helfe ihm gerade wieder in sein Leben zu kommen. Ja, komm mal mit. Deswegen machen Sie weiter so. Sehr gut. Machen das solche Leute nicht immer nur in der Kamera? Warte hier nicht vorhin an PD? Sind wir jetzt hier im Knast gelandet oder was? Wart ihr vorhin PD? PD waren wir nicht, ne? Scheiße, Verwechslung. Sorry, meine Fehler. Kein Problem. Meine Fehler. Das habe ich mir gar nicht gemerkt.
Also, ja, habe ich jetzt nicht vor. Also wir können das war gerade unangenehm. Wir das schon mal, oder? Ja, das ist also unangenehm. Wir machen hier gleich Quartett. Ja, wir müssen uns durch und dann muss jeder den passenden Namen zum richtigen. Sehr laut. Entschuldigung, ich habe noch welche. Entschuldigung. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wolltet ihr uns gerade einen Kredit über 50 Jahre andrehen? Ich glaube, das nennt sich Scam, was der da versucht hat. Ah, das ist dieses Scam, von dem alle reden. Ja, also ich glaube, der wollte uns übers Ohr hauen. Richtig, ja. Der wollte uns nicht scannen. Ist nicht wie einer registriert, scammen. Er wollte uns verarschen. Tut mir leid, Leute. Ja, der wollte uns eine Schlappe aufziehen. Er wollte, dass wir ihm 10.000 überweisen. Ja, schön. Also, wenn an der Nase rumpeln wollte. Puppel aus der Nase ziehen. Aber eventuell haben wir da ja neun. Eigentlich finde ich sehr sympathisch. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt auf einmal gehen wollen. No one wants to be. So, ich muss jetzt Rubbellose rubbeln. Ich habe hier 10 Stück. Das 10 Stück? Ja, ich werde reich jetzt. Ah, wir kosten die? $5 pro Stück. Du hast 35 ausgegeben. Das ist minus 30. Also. Will dir jetzt nicht deine Statistik versauen, aber. Hör auf damit. Also ich hatte heute eins, da habe ich $202 gewonnen. Oh. Also du hast 350 ausgegeben, 5 hast du schon wieder drin. Schön. Gut, das war auch ein Gewinn an der V. Ist auch wertvoller als Geld. Ja, das war auch wertvoller als Geld. Ja, hier nämlich. Jetzt kommen die Millionen, nämlich $14. Super. Sind wir bei 19? Da fehlen nur noch 990.981 Dollar zur Million. Naja, erstmal will er die 350 wieder reinkriegen. Hast du gerade für $350 Rubbellose gekauft? Ja, 10 Lose, oder? Nein. 35 Dollar. Ja, mir alles für die Firma. Ja, alles für die Firma. Richtig. Das mache ich nur als Invest für unsere Firma. Ha, nochmal $15. So, jetzt nämlich. Schön. Wisst ihr, ich hab nämlich hier... 34. Fehlt dir noch ein Dollar, damit du ein Los raus... Möchtest du um ein Dollar mit mir würfeln? Okay, ich bin drin. Ja, okay. Auch. Okay. Okay, wer die höchste Zahl gewinnt alles, oder? Ja, okay. Oder man sagt... Also ich hab keine Würfel. Ja, ich hab Würfel. Ich hab auch einen Würfel. Dann, let's go, ne? Und fopp. 6. Ja. Ist ja schon mal okay. Dann nimm du die Würfel. Zack. 8. Okay. Aha. Guck mal, $35. So, ja, ja. Würfel. Richtig. Warte. Ja. Ja, leck mich doch am Sack. Ja, dann kriegt James die Kohle, ne? Oh. Ich hab dir deine Würfel mal eingepackt. Sehr kleine Würfel auch in einer sehr großen Tüte. Und ja, ich hab ein Ticket raus. Ha! Was sind die hier? Sehr gut, und du hattest den Rubbelspaß und die Aufregung. Spannung. Ja. Ich hab nur ein Stück gewartet, jetzt kann ich schon. Erfahrung hast du auch ganz viel. Ach, du Wichser! Alter. Was hast du gesagt? Ich hab nur ein Centstück, das kann jetzt ein bisschen dauern. Als ob. Fehlt noch 98. Ich hoffe, du zählst mit. Ja. Ja, hallo. Hi. Grüße. Schönen guten Tag, Sir. Schön. Sind Sie der Bestatter? Ja. Haben Sie sich neu angekleidet? Naja, ich bin ja nicht immer im Dienst, ne? Ach so, das war die Dienstkleidung. Ich verstehe schon. Ja, also, ne? Ein bisschen Freizeit und so, dann muss ich nicht immer aussehen wie der Tod, ne? Ach so. Wer sagt, ich schon, dass du dich so fühlst, ne? Sehen? Ja. Also, wer hat Ihnen das gesagt? Ich. Ach so. Sagen Sie mal, Sie sind ja ein bisschen älter. Was soll das denn jetzt heißen? Mehr. Okay. Nee, ich komme. Er ist 28. Moment. War viel in der es Sonne. Gibt so ein Phänomen, dass alte Herren immer schöne, schnelle Autos fahren. Kennen Sie das Phänomen? Hör ich das erste Mal?
Ich höre auf schon, weil also alte Leute kommen halt in schöne, schnelle Autos nicht rein und raus. Ich gehe schon mal einen Schritt zurück für den Fall, dass ich mich distanzieren muss. Ist das so? Ne, ich fahre einen schönen, schnell in Washington, also ja. Ich hätte dann ein schönes Angebot für Sie. Jetzt kommt's. Mal 10.000 irgendwo hin überweisen. Sehen Sie den schwarzen Sportboliden da hinten? Nee, das ist sehr dunkel da hinten. Wir gehen mal hin. Okay. Ach, das würde ich auch sehen. Ja, dann erzählen Sie mal weiter. Ja. Das Haus, also das Auto kostet normalerweise 240.000. Aber? Nichts, aber gefällt Ihnen das Auto? Ja, natürlich, also optisch ist er natürlich schön, ne? Würden Sie die 240.000 für das Fahrzeug ausgeben? In der Theorie oder in der Praxis? Beides. Jetzt noch eine andere, also jetzt noch eine andere Frage. Müssen das meine 240.000 sein oder können das irgendwelche sein? Oh, das ist eine gute Frage. Sind Sie Bestatter? Also rein theoretisch würde ich das Geld ausgeben, ja, wenn ich es hätte. Bestimmt. Ach so. Aber ich weiß nicht, ob ich da rein oder rauskomme in die Karre. Ich würde... Okay. Was ist, wenn ich Ihnen jetzt ein gutes Angebot mache? Da kann ich Ihnen sagen, dass ich nicht genug Geld dafür habe. Alles, was 100 also, Dollar übersteigt, geht... Für 240 Dollar nimmt er den. Ich habe noch rubbellos, ich kann tauschen. Ich würde vorschlagen, also, Sie rubbeln die auf und wenn Sie genug Geld haben, gebe ich Ihnen den für 200.000. Sie sparen 40.000. Arbeiten Sie für Luxury Cars? Nee, ich will dafür arbeiten. Ah, Sie wollen dafür arbeiten. Ach, und das ist quasi Ihre Eintrittskarte, wenn Sie den jetzt verkauft bekommen. Ja, richtig. Oh Gott. Ich bin ein guter, ehrlicher Verkäufer. Ich meine, 40.000 sind 40.000, ne? Das ist ein Sechstel von dem Originalpreis, ne? Beißen Ihre zukünftigen Arbeitgeber nicht den Arsch auf, wenn Sie 20% Sofortrabatt geben, ohne richtige harte Verhandlungen? Das ist alles abgesprochen. Machen Sie keine Sorgen. Okay. Okay, das impliziert aber auch, dass wir ihn auch für 150 kriegen würden. Nein, 200.000 ist das letzte Angebot. Wieso machen Sie denn gleich das letzte Angebot? Wie schlecht ist denn das verhandelt? Weil ich dachte, das Auto schnell... Ich will das Auto schnell... Ich möchte schnell nur mal anmerken, ich kenne Ihre Chefs, ja. Ja. Ja, das ist was. Also, ne? Haben wir vorhin getroffen, haben wir gut gesprochen. Ja. Ja, nee, also wie gesagt, nee, so viel Geld habe ich leider nicht. Haben Sie nicht, aber Sie würden. Dafür müssen hypothetisch noch ein paar würden werden. Sie, ne? Wahrscheinlich, ja. Dann würde jetzt einfach nur rumstehen, weil ich da nicht rein und rauskomme. Aber ich weiß nicht, wenn Sie jetzt mit einem hypothetischen Ja dahin gehen, ob Sie dann nicht eine hypothetische Anstellung bekommen. Ich vermute ja. Gehen Sie doch darüber und sagen, also Sie hätten den an uns verkauft, wenn wir das Geld gehabt hätten. Weil wir so zufrieden waren. Ich werde das auch bezeugen. Gehen Sie doch darüber und sagen, Sie haben die besten Anwälte der Stadt getroffen und falls das Unternehmen noch nicht rechtlich abgesichert ist, dann ist das jetzt die Chance. Wie wäre das? Wie heißen Sie denn? Ich brauche den Namen der Anwälte natürlich. Ja, also ich studiere noch Jura, aber meine beiden Kollegen, die sind schon fertig. Die Herren? Hawkins, mein Name. Romano, meiner. Ja, Bestatter meiner. ich hab damit nichts zu tun. Ja, verstehe schon. Und Hawkins und Romano, haben Sie eine Kanzlei? Ist in Arbeit. In Gründung, ja. In Gründung. Ach so, nur noch eine Frage der Zeit, bis das durch ist, tatsächlich. Ja. Ach so. Wenige Stunden, vielleicht sogar nur noch. Wir warten eigentlich nur auf den Anruf, dass das jetzt vollzogen wird. Genau. Weil die Bestätigung, dass es passieren wird, haben wir schon. Richtig. Ach so. Und wie heißen Sie, gnädige Dame, Studentin? Ich bin Alessandra Bruno. Alessandra Bruno. Mhm. Schöner Name. Dankeschön. Bitteschön. Ja, danke. Gut, also, hypothetisch habe ich Ihnen das Fahrzeug verkauft, das ist super. Hypothetisch brauchen Sie neue Mandanten? Dann. Hypothetisch habe ich einen Flugzeugträger. Also, neue Mandanten brauchen wir hypothetisch nicht, sondern brauchen wir definitiv, ja. Ja, also. Ja, ist halt ein Win-Win, ne? Ja gut, solange Ihre Firma noch hypothetisch ist, ist der Mandantenbedarf auch hypothetisch. Naja, also nein, das verstehen Sie falsch. Schauen Sie es, Sir. Also wir sind... Mir zu hoch hier, wirklich. Ich kaufe das Auto doch nicht. Mist. Und das war nicht hypothetisch. Es ist alles in die Wege geleitet. Also wir sind faktisch sind wir Anwälte.
Hypothetisch warten wir nur gerade auf unsere Büroschlüssel, damit das genau. Offiziell... Also faktisch warten sie darauf, weil das ist ja anscheinend ein Fakt, dass sie auf den Schlüssel warten. Richtig, wir warten, ja okay, da haben sie recht, wir warten faktisch auf den Schlüssel. Hypothetisch sind wir Anwaltsbesitzer, aber faktisch sind wir Anwälte. Also. Also man also ist die Kanzlei an sich hypothetisch. Was verstehen Sie denn in dem Fall unter hypothetisch? Weil das ist eine Anwaltskanzlei in Gründung. Also sie ist nicht hypothetisch. Aber sie ist ja noch. Ja, okay, haben Sie auch wieder recht. Sehr viele Hypotenusen auch. Mann. Ja, wirklich. Also wirklich. Die Verwirrung ist verwirrt. Merken Sie das? Die Verwirrung ist verwirrt. Ja, hat sich vor Verwirrung selbst geschlagen. Ja. Moment, die Verwirrung hat mir gerade eine SMS geschrieben, sie ist raus an dem Punkt. Wow. ich bekunden Sie bitte mein Beileid. Der Verwirrung jetzt, oder? Ja. Von wem soll ich das bekunden? Von Beileid. da haben Sie die Antwort. Oder? War das? Ja. Okay, gut. Genau. Soll ich auch dazu schreiben, bitte belästigen Sie mich wieder? Wir vorhin schon hier unterhalten haben. Ach so. Okay, so, ich schreibe jetzt noch dazu. Ich habe mich umgezogen, ich war beim Friseur. Wir klagen so. In die Scheiße aus dem Leib. So, senden. Perfekt. Haben Sie gut gemacht. Haben Sie gut gemacht. Irgendwas durch. Und wie heißt die Kanzlei? Bullhead. Bullhead? Ja. Ja gut, also ich sage mal, ich habe hypothetisch das Auto verkauft. Sie werden die Ratenzahlung in 4 Wochen beginnen. Habe ich das richtig verstanden? Hypothetisch. Hypothetisch, ja. Perfekt. Herr Hawkins, wie war Ihr Vorname? Der wichtig. Ja, für den Vertrag. Also den hypothetischen Vertrag. Ne? Ja, also genau. Den gibt es ja nicht, den Vertrag. Ja, vielleicht sollten wir uns einfach alle gemeinsam unterhalten. Ich würde nämlich echt gern sehen, wie Sie das Gespräch führen. Das ist hypothetisch. Ja, hypothetisch, ja. Ich glaube, wir sollten da echt mal rübergehen. Ja, also da würde ich gerne auch mal einmal. Nee, faktisch, Moment. Also ja, nee, also ja schon. Das faktische Gespräch über den hypothetischen Autokauf. Perfekt. Die Verwirrung ist verwirrt. Mhm. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass sie sich raushalten sollten aus den Sachen. Böse Namen. Und? Verkauft? Böse. In der Hypothese, ja. In der Hypothese. Und wo ist genau. Das Geld? Ja, genau das ist das Problem. Das ist noch nicht da. Ebenso hypothetisch. Das ist okay, auch hypothetisch gut. Da. Also, wenn Sie jetzt nur hypothetisches Geld haben, was geben Sie dann raus? Ein hypothetisches Auto oder ein ganzes Auto? Einen hypothetischen Vertrag würde ich jetzt aufsetzen. Oh, Sie würden schon einen Vertrag aufsetzen. Ja, na klar. Sie haben noch keinen Pfennig gesehen und Sie würden schon einen Vertrag aufsetzen? Ja, na klar. Ach die so. Leute direkt bin. Aber Sie haben dann noch nicht mal Geld dafür gesehen. Warte. Ja gut, ein Vertrag, der ist ja schnell gemacht. Du kannst auch aber schön. Kostet die Arbeit. Ist noch nicht sauber. Ja, aber. Das ist richtig, Leute aber durch. Das Geld kommt ja auch rein. Ich habe ja dann einen Vertrag. Nee, die Türen habe ich noch nicht gewischt, abgezogen. Ja. Die könnten auch mal, ja. Ja gut, ich hätte jetzt Bargeld genommen. Da bin ich ganz ehrlich bei Ihnen. Hätte ich jetzt auch genommen. Sehen Sie? Nur ich weiß dann nicht, ob Sie mich noch gesehen hätten. Oh, ich kann schnell rein. Das, ist nicht gut, weil ich bin nicht so schnell. Sehen Sie? Ja. Na gut. Brauchen Sie noch Anwälte? Anwälte? Ja, voll ungeduldig. Ja. Sie sind Anwälte. Das ist eine sehr starke Überleitung. Gefällt mir. Das ist wirklich eine beschissene Überleitung. Sucht noch Mandanten, verstehen Sie? Wer sucht Mandanten? Die Kanzlei Bullhead. Bullhead? Ja. Ja. Sie sind Kanzlei Bullhead. Die Herren und die Dame. Ja. Ach so, Bullhead. Das ist ein fancy Name. Wie kommt man da drauf? Ja, das. Ich verstehe. Mit dem Kopf durch die Wand. Die Anwälte, die mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ich weiß nicht, ob man. Also, wir sind noch auf der Suche nach einem Slogan, aber vielleicht ist das eine erste Idee hier. Was wollte ich gerade sagen? Was ist mit meiner Idee? Finde ich gut. Ja, der Bulle geht immer mit dem Kopf durch die Wand. Ja, uns hält nichts auf. Von unten nach oben mit dem Kopf durch die Wand. Ist das nicht dann durch die Decke? Oder durch die Decke? Auch. Ja, ja. Das ist gut. In ein paar Wochen dann hoffentlich. Dankeschön. Mhm. Ach, steh schon. Der zweite Slogan dann. Also, ja, wie gesagt, der Herr hätte uns den Wagen hypothetisch verkauft. Also, wir haben so ein hypothetisches Verkaufsgespräch geführt. Und das also, sind ja immer noch zu viele Hypotenusen. Also, überzeugt hat er mich auf jeden Fall. Also, können wir ihn ja auch eigentlich nur hypothetisch einstellen. Aber wir stellen ihn eigentlich gar nicht ein. Ich habe prophezeit, dass Sie das sagen würden. Das finde ich gut. Ja. Wann darf ich den hypothetischen Vertrag unterschreiben? Genau. Ja, wenn ich den hypothetisch irgendwann mal aufgesetzt haben sollte, dann könnten Sie den auch hypothetisch unterschreiben. Ja,
Perfekt, soll ich Ihnen meine Nummer geben? Hypothetische Anweisung gleich führen, ne? Sie können einfach vorbeikommen. Hypothetische Sachen wieder. Nee, lassen wir das. Zu viel. Ich habe hypothetisch kein Auto gekauft. Nee. Wir haben ja auch kein physisches Geld, oder? Hab ich schon. Ja, die Frage ist, also brauchen Sie einfach nur generell symbolisch physisch Geld oder brauchen Sie einen bestimmten Betrag? Na, wer weiß. Vielleicht hätte ich, wenn ich symbolisch Geld bekommen hätte, irgendwas mir überlegt. Aber er hat ja nur hypothetisch verkauft, aber er hat gesagt, er kann alles verkaufen. Hätte der zukünftige Verkäufer darüber nachdenken können. Ja, das ist richtig. Wollen Sie eine Anzahlung leisten von 10.000? 36. Nee, möchte ich nicht, weil Sie haben mich auch sehr unpersönlich angesprochen. Ach so, habe ich das? Oh, Entschuldigung. Ja. Das geht natürlich nicht. 60. Heißt ja nicht Bestatter. 60. Sondern Bestatter. Ich hasse dich. Na gut, aber jetzt auf der anderen Seite, ne, Sie hätten jetzt aber tatsächlich ein wahnsinniges Schnäppchen machen können, weil der Wagen, der war weit unter Verkaufswert jetzt gerade angeboten. Ja, aber da passt ja keine Leiche rein. Ja, das ist oh, doch. 2, 4. Nee, ja, Format ist das für mich. Ja, können ja, Sie das so schnell, ohne drüber nachzudenken, beantworten? Ich ja, stelle keine Fragen. Bis jetzt Hackstücke. Ja, sag ich ja. Kommt drauf an. Einäschern. Geht auch. Erfahrungswerte wäre jetzt aber auch ein Kitty. Ja, aber ich muss ja die Leiche erstmal zum Krematorium bringen. Das ist ja dann, ja, also. Man kann die auch einfach aufs Dach binden, aber wie sieht das aus? Das geht natürlich auch. Wem bindet man auf da? Welche Dächer? Ich meine, das Auto hat ja einen Motor, also hat ja einen Kofferraum, der ist einfach nur vorne. Das ist schlecht. Ja, aber der ist ja klein. Ich meine, die Knochen braucht ja die Leiche dann auch nicht mehr. Der kann ja irgendeinen Hund bekommen oder so dann. Ja. Ja, das klingt auch nicht. Big Man. An Schweine. Splittern Menschenknochen nicht? Was machen eigentlich diese ganzen Leute, die hier die ganze Zeit rumrennen? Dankeschön. Das habe ich mir schon gefragt. Ich glaube, die stehen wie wir hier im Kreis und reden miteinander. Nee, ja. Die rennen doch die ganze Zeit hier rein, raus, da drinnen, die ganze Zeit von links nach rechts. Was arbeiten die hier in dem Laden, oder was? Weiß nicht, das sind kleine Helferameisen hier. Nee, die meisten haben gesagt, die haben jetzt noch gesucht, einen Club oder irgendwas, wo man noch feiern kann oder was trinken kann. Wer sind Sie denn jetzt und wo kommen Sie her? Achso, ich stand hier hinter der Frau. Entschuldigung. Hallo, Kuckuck. Hallo. Kuckuck, ich bin die Gigi, Entschuldigung. Ich kann nicht mehr hinter der Frau verstecken. Plötzlich ist da wieder jemand anders. Na, bleiben Sie vorne. Oh mein Gott. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie so viel Humor haben. Wer, ich? Ja. Warum denn nicht? Weiß nicht, ich kenne sie ja nicht. Eben, dann können Sie das doch also eigentlich gar nicht sagen. Köstlich amüsiert im Laden. Also ich habe mich mit Ihrem Chef vorhin im Laden köstlich amüsiert. Mit meinem Chef? Na, dem hypothetischen. Nee, nein, so. Mit Ihnen habe ich mich... Ja, mit dem hypothetischen Chef. Ja, nee, du bist ja noch gar nicht da angestellt. Ja, richtig. Mit deinem hypothetischen Chef. Mit deinem scheiß hypothetischen Auto. Und dem hypothetischen Geld. Vertrag. Und das hypothetische Geld, genau. Ja, nee, natürlich kann man mit mir Spaß haben. Aber wenn man mir auf die Eier geht, dann zeige ich einem das auch. Ja, ist auch vollkommen okay. Ja. Gehe ich Ihnen auf die Eier? Nö. Perfekt. Noch nicht. Schön zu mit der Frage jetzt, ja. Warum trägt die Dame ein Fass? Ich wollte es fragen, aber ich habe es gelassen. Ja, ich wollte auch schon fragen beim Rauslaufen, aber ich habe es gelassen. Vielleicht schüttelt sie die Reste aus dem Zapfschlauch. Ja. Füllt sie wieder ab. Ja gut, ich meine. Recycling wird hier groß geschrieben. Ja, ja, sonst auch Verschwendung. Ja, ja. Oh, da kommt der DJ. Der ist auf jeden Fall schon mal da. Das ist der Rap-Musiker, oder nicht? Der Musiker. Ist das nicht der Rapper? Ja, doch. Ja. Ja, doch, doch, das ist er. Ja. Und er studiert aber auch. Ja, genau. Er studiert? Was? Rap-Musik? Nee, war das Astrophysik? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie so. Philosophie. Wahrscheinlich nee, die Straße. War das nicht. Nein, er hat studiert. Hat er euch mal was vorgespielt? Das wäre kredibil, wenn er die Straße studiert. Er arbeitet würde. Noch dran. Okay, wie sieht's bei euch aus? Weil ich würde nämlich langsam ins Bett. Ich glaube, umso später hier wird, umso besser wird es. Also, ich habe mich vorhin zu einer Gruppe gestellt, weil wir neue Kontakte knüpfen wollten und keine zwei Sekunden später wurde jemand niedergeschlagen. Ich weiß nicht, das glaubt nicht, dass das noch was toppen kann. Oh, ich glaube, da saßen wir da hinten im Auto und haben zugeguckt mit einem Baseballschläger. Ja, genau. Ja, ja, genau. Der kam von hinten angerannt. Ja, der lag auf dem Boden, ich habe ihn direkt vermessen. Das war der...
Der Sarg ist schon am gebaut, also der wird schon gebaut gerade. Und ich hab noch gesagt, so, da fährt ein Typ mit dem Moped, der fährt hier die ganze Zeit komisch um den Park rum und auf einmal waren das genau die Typen mit dem Moped. Ja. Ich hab's vorausgesagt. Ja, naja. Wollten vielleicht als Detective anfangen. Was ist denn hier los? Vielleicht wird's ja doch noch getoppt. Hallo, hallo. Es ist wirklich, also, ich kann mich hier auch 2 Stunden mit dem Kaffee hinsetzen. Ich ehrlich, ist ja wirklich interessant zu beobachten, was hier alles so passiert. Eben wollte uns einer unser Auto klauen. Oh, okay. Jo. Ja. Auch nicht schlecht. Steht er da mit seinem Messerchen. Macht die Karre auf, sagt er. Jo. Gib mir mal die Schlüssel. Er wollte meine Schlüsselkarte haben, der Fuchs, ne? Und dann habe ich gesagt, gut, muss ich ins Auto, ne? Hab ich eine kleine Pistole drin. Hm. Also, falls Sie nochmal in so eine Situation geraten und vielleicht den Beistand noch. Ich habe mich erkundigt bei der Polizei. Ich darf das Ding tragen. Gesetzlich auch so verankert zum Selbstverteidigung. Das ist gesetzlich erlaubt. Genau. Und nichts anderes habe ich gemacht, ne? Die haben uns bedroht mit Messer, ne? Sogar in der Verfassung verankert. Das gehört zu den Menschenrechten. Ja. Ich bin hoch auf Second Amendment. Na gut, okay, wie sieht's aus? Wollen wir? Wollt ihr noch bleiben? Ja, wenn du ins Bett willst, dann fahr ich dich rum. Okay, ist egal. Dann euch noch eine schöne Nacht. Passt auf euch auf. Ja, ebenso. Jawohl. Gute Nacht. Oh,